to the Batcave. Now. And where does that leave us? A stolen blimp. The gasworks. I'm framed for injuring the one man on the police force who believes in me. Isaac Evers and Prometheum somehow in the middle of it all. There has to be some connection. Harley Quinn. She's been in on this the whole time. Batman, where are you going? Funny Bones Warehouse. What are you looking for? I don't know. Every cop in the city is looking for you. Every cop in the city is looking for Batman. He's not going. Fällt denn weniger auf als der wohl reichste und bekannteste Mann Gothams. Bruce Wayne! Aber eine Rede. Okay, ich denke mal, wir dürfen nicht in diese Sichtkegel rein. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, denn wir sind ein Stealth-Gott. So, Hauptsache, ja, uns hier, Leute, wir haben ja noch gar nicht so begrüßt, oder? Ganz verpeilt, ja. Ja, Leute, ich bin Solomon Smurfix. Hi, hi, hi. Wir spielen Batman Vengeance und sind hier gerade als Bruce Wayne unterwegs. Beim letzten Mal haben wir gegen einen Polizeihelikopter gekämpft. In einem sehr harten, sehr unfairen Kampf. Aber wir konnten ihn bezwingen. Um das Funny Bones Lagerhaus zu infiltrieren, musst du da die drei Rädchen auf der richtigen Nummer gesetzt haben. Bewegst du den Controller, Stick hoch und runter, bewegst du die Rädchen. Okay. Ich weiß nicht. Ein Ohr, ein Auge und ein Mund. Okay. Das macht Sinn. Wo sind das da oben? Warte mal. Also ist doch mal nicht schlecht gewesen. Hätten wir uns mit dem Ding besser informiert hier. Kann man das ranzoomen? So, so unfair ein Drang. Ah, da. Ach, das sind diese Affen, oder? Nichts hören, nichts sagen, nicht reden, oder? Was sagt er mir? Steht da Zahl zu Wilgeus auf dem drauf? Warte mal. Und Bruce Wayne ist tot. Naja, aber Batman lebt. Das sind zwei Persönlichkeiten. Es ist doch unmöglich, dass der Milliardär Bruce Wayne gleichzeitig auch Batman ist. Das ist unmöglich. Das kann gar nicht sein. Macht gar keinen Sinn. Komm, weg da. Lass mich durch. Oh! Eins. Okay, also Augen ist eins. Augen ist eins. Augen ist eins, okay? So. Haben wir schon mal wieder was gemerkt. War jetzt Glück, gut, dass wir gestorben sind. Sonst hätten wir das gar nicht gesehen. So, was sagen wir dann? 3x die 1, glaube ich, ist dieses Passwort. Das ist irgendwas Intellektuelles, wird es schon sein. So, wird man auch gleich erschossen dann hier. So gehört sich das. So gehört sich das. Na, sind ja nur Schocker, aber trotzdem. Automatische Schockkanonen. Die sind ganz schön vorgeschritten hier. So, also. Warte mal, was ist da drin? Genau, das wollte ich. So. Irgendwie sieht Bruce Wayne muskulöser aus als Batman. So, da haben wir eine 6. Bei den Ohren. Also, 6 Ohren. Ich sehe das da hinten nicht. Warte mal, wenn ich mich da drauf stelle. Neun. Okay. So. Also, eins. Die Eins haben wir, sechs haben wir. Hallo. Kalt ist irgendwie.
weil ich habe Angst wegen dem. Genau, wegen diesem Kacklichtkrieg. Ich wusste doch, dass der sich weiter bewegt. Aber 619, oder? Müsste es dann sein. Der bewegt sich natürlich das weiter. Nein! Wieso bin ich jetzt erst auf dem 9er? Jo, 619, genau. Haha. Läuft! 8 Punkte! Was ist da los? Ha! Sind wir ja richtig gut. 5 Minuten, so gehört sich das. Okay, hi, ich bin Bruce. Oh nein, nicht schon wieder dieser Feuerspucker. Please not. Hab dein Herz. Ich bin doch nur ein ganz netter, freundlicher Milliardär, der hier rumläuft. Und auf diese Kiste kann ich... Wieso gibt es Kisten, auf die ich hochhüpfen kann und Kisten, auf die ich nicht hochhüpfen kann? Das sind so diese Mysterien dieser Welt, die werde ich leider niemals verstehen. Ihr wisst ja, es gibt gute Kisten und es gibt böse Kisten. Das war eine böse Kiste. Okay. So, okay. Muss ich mich da vielleicht irgendwie hinhängen? Was ist das? Weil die sieht auch irgendwie aus wie eine von den Joker-Kisten. So, scheinbar nicht. Okay. Ja, wir wissen ja immer automatisch, ob wir richtig sind, weil wenn wir falsch sind, dann kann er sich an der Kiste nicht festhalten. So. Da hochzuhüpfen, bringt mir das was? Also, wenn ich es überhaupt drüber schaffe. Scheinbar nicht. Jo, schaffe ich nicht drüber. Aber ich glaube, den richtigen Weg haben wir schon so langsam. Muss natürlich nur noch mein guter Brucey mitmachen. Aber der Brucey mag mich nicht. Weil der hüpft lieber auf diesen Dingen rum. Bunny Hopping. Aber wenn es klappt. So. Ach ja, das ist wieder eine von diesen berühmten Kisten, wo man sie nicht festhalten kann aus unerfindlichen Gründen. Aber er hat schon eine gewisse Akrobatik an sich, gell? Schau ich das an, wie er da diesen Schwanensprung macht. Okay. Bleibt er so in der Luft, bleibt er dann so 10 Sekunden fliegen und dann macht. Tut er so einen super Tritt austeilen. Das wäre cool. Naja, liebe Leute, wir schaffen das alles. Also gut, dann. Okay. Ich sag ja gar nichts mehr. Ego-Perspektive. Und tak, 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 tak. Das bringt mir doch gar nichts, oder? Bringt mir das jetzt irgendwie was? Ich meine, ist er wieder hinten Battle Ranks, oder? Geil. Ein Leben, noch besser. Bin jetzt nur wegen dem Leben hier hochgekommen. Muss ich hier etwa gar nicht hin? Dann sind wir hier wieder bei der guten. Bei der super guten, wohlgemerkt. Ortsdefinierung hier in diesem Spiel. Aber okay, jetzt bin ich da, aber da wäre ja auch so hingekommen. Ohne Probleme. Ja, okay, aber da weiß ich nicht, ob ich da hinbekommen werde. So. Schaffen wir den Jump? Ich glaube nicht. Definitiv nicht. So. 5 Euro kann sich da nicht festhalten. Doch! Niemand hat eingeschlagen. Niemand hat eingeschlagen, liebe Leute. Solange wir einschlägt, hier sind. Ah, da haben wir es. Okay, ach, da wäre von Anfang an der Leiter gewesen, wo ich hätte hochklettern können. Oder ich tue da meine Hüpferei da machen. Aber schau ich das mal an. Wuck up! Marschall hat's weiter. Auf einmal doch. So. Und dann kann ich da runter, ohne zu sterben. Scheinbar nicht. Muss ich da runterhüpfen. Das tut aber weh. Ah, sehr schön gemacht. Jetzt auf mit diesem Spooky Lied, da kriege ich Albträume davor. Hey! Ich bin Bruce Wayne, ich kann euch bezahlen. Ich mag nicht umarmt werden. Ich brauche keine körperliche Wärme. So. So. So, jetzt packen wir aber aus, Mann. Komm. Ultimatives Schlagkombo. Wurde abgeblockt.
durch die ultimative Umarmung. So, ja, boom. Jetzt gibt der es wieder um. Das ist erstmal 10 Minuten am Boden. Das Geile ist immer so, dass die anderen mich schlagen können in der Zeit, aber ich sie nicht, weil ich kann immer nur einen anvisieren. Boah, habt ihr das gesehen, Mann? Schön. Okay, gut. Fesselst den. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ja, okay, das wollte ich natürlich machen. Okay, den kann ich nicht fesseln, den kann ich auch nicht fesseln. Ich glaube, ich habe keine Fesseln. So, aber ist mir wurscht. Das ist eine Leiter. Ihr weißt, wo es lang geht. Oh, liebe Leute. Produktivität steigt. Und der Speicherpunkt. Was will man mehr? So, was haben wir jetzt Schönes? So, siehst du mich hier? Ich weiß nicht, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Okay. Tür ist verschlossen. Kommen wir jetzt wieder, der schöne Rätselspaß. Ach, da, alles gut. Alles gut, ich beschwöre mich nicht. Komm. Zack. Gehen wir da rein. So. Was müssen wir hier denn wieder Schönes machen? So. Schönes Kombi. So, und was gibt's hier jetzt? Eine Karte. Müssen wir irgendwas hier machen? Jo, da. Okay, das war schon mal etwas. Nicht viel, aber etwas. Der so geil, Mann. Jeder erste Schlag, den müssen wir immer kassieren. So, weil die Gegner, die sagen, wann der Kampf beginnt. So, wartet. Die Steuerung ist natürlich blockiert. Aber da unten ist ja auch nichts. Okay, das heißt, ich muss hier oben irgendwas machen. So, warte mal. Der ist noch wieder aufgestanden. Was ist denn da los? So, jetzt ist... Für was habe ich dann den Schalter da aktiviert? Leute, ich verstehe das schon wieder nicht. Okay, ich habe einen Schalter nicht aktiviert, aber der keinen Einfluss auf irgendwas nimmt. Ich verstehe das schon, dass wir... Art Schalterrätsel haben, auch wenn es nicht sinnvoll ist. So. Und dass da dann eben mehr oder weniger Energie durchgeleitet wird, das ist alles klar. Aber ist das auf Zeit oder wie? Da, komm. Ha, ist echt auf Zeit. Fies, Mann. So. Die Musik wird immer spookier. Ich werde schon wieder umarmt. Das macht mir noch mehr Angst. So, komm. Hol dir mal die Verschlagkombo. Random Button Pushes. Kannst du das random die Knöpfe zu drücken? Einfach so A, X, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A. Nein, Verzeihung, B, A. Oder einfach nur A. Das ist tausendmal effektiver als sinnvoll zu kämpfen. Kannst du mir wieder Leben herhauen? Oder irgendwelche Chlorrollen entstehen. Das ist fast dasselbe. So, irgendwas geht jetzt hoffentlich an. Oder auch nicht. Muss ich jetzt... verarscht mich dieses Spiel, Mann. Ich muss immer zu... Okay, den kann ich den mal festnehmen. Muss ich wieder zurücklaufen, oder? Wieder dieselben Gegner bekämpfen. So. So, ich habe nämlich irgendwelche Granaten. Ich weiß zwar nicht, wie ich sie benutze, aber hin und wieder habe ich welche. Okay, die Tür ist wieder verschlossen. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell alle Dinge... Okay, das ist auch verschlossen. Das ist in Ordnung. Ich muss jetzt da hingehen. Der auch, Mann. So, kann ich dir... ich habe keine Handschellen mehr. Da dürfte ich keine mehr haben. Okay, dann machen wir jetzt schnell den an. Das ist Nummer 1. Genau.
Okay, ist immer noch rot. Dann haben wir noch einen dritten Schalter, der jetzt ganz am Anfang da ist. Vielleicht müssen wir den ja noch aktivieren. Die Tür ist ja schon wieder verschlossen. Vielleicht, wenn ich den aktiviert habe, der natürlich wieder aufgestanden ist. Genau, das wollte ich machen. Wir sterben noch an diesen drei Gegnern. Batman von drei Gegnern zerkloppt, weil er immer dieselben Schalter aufstellen muss. Und ihr wisst ja, das ist ja wirklich ein innovatives Ding. Alle Gegner im Batman, also bei Batman, der haut ja nicht fest drauf. Die stehen immer nach einer Minute wieder auf, weil nach einer Minute Batman-Schläge, das stehen die wieder. Okay, die Störung kann ich generell nicht aktivieren. Jetzt muss ich wieder da rein. Jetzt ist die wieder zu. Muss ich da wieder aufmachen? Kann da wieder reinlaufen? Oh, es steht noch nicht. Halleluja. 3, 2, 1. So. Weil wenn hier Energie durchläuft, schau dich an, hier läuft ja theoretisch Energie durch. Dann läuft es da. Deswegen verstehe ich eigentlich auch nicht, wieso das jetzt nicht weitergeht. Theoretisch müsste es ja, also von dem Ding, wie ich das jetzt verstehe, dass er einfach da mehr oder weniger Energie durchgeht, müsste das ja gehen. Weil die Tür geht ja auch auf und da ist ja keine Verbindung, die das irgendwie abbricht. Haben wir irgendwelche Infos? Batgirl? Batgirl ist zu nichts zu gebrauchen. Aber das wussten wir eh schon länger. Wenn ich einfach nur den mache. Da muss ja irgendwas passieren. Vielleicht geht jetzt der. Genau. So, und jetzt ist hier Energie. Und da. Okay. So, nice and easy, liebe Leute. Unnötig, aber nice and easy. So, weg da. Jetzt mal wieder ultimatives Schlagkombo. Zack! Aber er hat schon schöne Beine, gell? Bei dem kann man nichts sagen. Schau ich an. Was ist das für ein Kombos hin, Mann, liebe Leute, Mann? Oh, das hat wehgetan. Das macht man aber nicht, gell? What did you find? The only thing I know for sure is that the Joker's not dead. And if I don't find him soon, he'll be the only person in Gotham who's not. Batman. The Joker's blimp is over the old gasworks. Then it's starting. What is? The Joker's death and everything since has been part of something bigger. Some kind of big twisted joke. How? Why? I intend to find out. So, Leute, bevor wir jetzt aber den Joker hoffentlich dingfest machen, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Let's Play Batman Adventures. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.